Nach dem Konzept der Lebenszeitzyklen widmen wir uns nun dem zweiten Konzept, das dem Relationship Marketing zugrunde liegt, und zwar der Erfolgskette. Eine Strukturierung der aus Nachfrager- und Anbietersicht relevanten Aspekte von Kundenbeziehungen kann in Form von Erfolgsketten vorgenommen werden, die als gedankliche Basis für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Relationship Marketing funktionieren. Die dahinterstehende Grundüberlegung ist die inhaltliche Verknüpfung von Variablen, die miteinander in einem Zusammenhang stehen. Innerhalb der Kette werden die Wirkungen zwischen den Variablen dargestellt, um eine strukturierte Analyse und Maßnahmenableitung zu ermöglichen. Mithilfe dieser Erfolgsketten kann eine gedankliche Verknüpfung von Nachfrager- und anbieterbezogenen Aspekten von Kundenbeziehungen vorgenommen werden. Die Grundstruktur einer Erfolgskette besteht aus vier Gliedern, wie hier in der Abbildung dargestellt. Das erste Glied sind die Unternehmensaktivitäten als Input des Unternehmens, also all die Ressourcen, die hier im Marketing und im Relationship Marketing aufgewandt werden, um eine Wirkung beim Kunden zu erzeugen. Das zweite Glied ist die psychologische Wirkung oder die psychologischen Wirkungen beim Kunden infolge dieser Unternehmensaktivitäten. Die psychologischen Wirkungen, die dabei entstehen können, werden in der Folge noch genauer diskutiert. Die psychologischen Wirkungen führen in der Folge zu sogenannten Verhaltenswirkungen beim Kunden, die als Kauf oder Wiederkauf oder Weiterempfehlung bezeichnet werden könnten. Und last but not least ergibt sich daraus der ökonomische Erfolg als Output für das Unternehmen. Und dieser ökonomische Erfolg ist in den klassischen oder mit den klassischen Messwerten, wie zum Beispiel Umsatz, Absatz, Rendite, Gewinn, Kundenlebenszeitwert etc. messbar. Wesentlich bei der Betrachtung einer Erfolgskette ist die Verbindung zwischen unternehmensbezogenen und kundenbezogenen Größe. Also Input des Unternehmens und Output des Unternehmens auf der einen Seite sowie die psychologische Wirkung und die Verhaltenswirkung als kundenrelevante Messgrößen auf der anderen Seite. Bei den Zusammenhängen innerhalb einer Erfolgskette handelt es sich nicht um eindeutige Zusammenhänge. Zum einen beeinflusst eine unabhängige Größe eine abhängige nicht zu 100%. Zum anderen können die Zusammenhänge je nach Branche, Kunde oder Ähnlichem unterschiedlich ausfallen. Dies ist auf sogenannte moderierende Faktoren zurückzuführen, die die Kettenglieder sowie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kettengliedern beeinflussen. In dem hier dargestellten Schaubild wird eine vereinfachte Form der Erfolgskette mit der Kundenzufriedenheit als eine mögliche psychologische und der Kundenbindung als eine mögliche Verhaltenswirkung beim Kunden dargestellt. Beim Kunden stellt unter anderem die Heterogenität der Kundenerwartungen in diesem Zusammenhang einen moderierenden Faktor zwischen dem Relationship Marketing oder dem Input des Unternehmens und der Kundenzufriedenheit dar. Je heterogener diese Kundenerwartungen sind, desto schwieriger ist es, mit bestimmten Marketingmaßnahmen eine generelle Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu erreichen. Das Variety-Seeking-Verhalten zum Beispiel der Kunden beeinflusst den Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Je eher Kunden Abwechslung im Hinblick auf eine bestimmte Leistungskategorie suchen, desto unwahrscheinlicher ist eine Beeinflussung der Kundenbindung durch die Kundenzufriedenheit. Schließlich stellt das Leistungsbedürfnis zum Beispiel
des Kunden einen moderierenden Faktor für den Zusammenhang zwischen Kundenbindung und ökonomischem Erfolg dar. Wenn ein Kunde alle Leistungen, die er von einem Unternehmen benötigt, bereits nutzt, können beispielsweise auch bei einer Steigerung der Kundenbindung keine Cross-Selling-Potenziale ausgeschöpft werden. Die Kundenbindungssteigerung führt somit über diesen Weg nicht zu zusätzlichen Erlösen. Die anderen moderierenden Faktoren in diesem Schaubild sind beispielhaft dargestellt und können weitere Einflussfaktoren darstellen. Um auf der Basis der Erfolgskette Maßnahmen für die Steuerung von Kundenbeziehungen ableiten zu können, sind zunächst die Wirkungen beim Kunden näher zu betrachten. Die Analyse dieser Effekte innerhalb einer Erfolgskette unter Berücksichtigung der entsprechenden moderierenden Faktoren ermöglicht ein spezifisches Management von Kundenbeziehungen, bei dem sowohl die Nachfrager als auch die Anbieterperspektive Berücksichtigung finden. Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zur Betrachtung der Kundenbeziehung aus Nachfragersicht. Zur näheren Betrachtung von Kundenbeziehungen aus Nachfragersicht sind die Ketten psychologische Wirkung und Verhaltenswirkungen zu untersuchen. Im Rahmen dieser Kettenglieder werden die Forschung zum Relationship Marketing eine verhaltenswissenschaftliche Konstrukte intensiv diskutiert. In diesem Schaubild sind die Zusammenhänge dieses Phänomens exemplarisch verdeutlicht. Die wahrgenommene Leistungsqualität zum Beispiel kann sowohl direkt auf die Beziehungsqualität als auch indirekt über den wahrgenommenen Wert auf die Beziehungsqualität einwirken. Ebenso hat die Kundenzufriedenheit einen direkten Effekt auf Verhaltenswirkungen und auch einen indirekten Effekt über das Commitment auf die Verhaltenswirkungen. Die verschiedenen Konstrukte und ihre Rolle in der Erfolgskette des Relationship Marketings werden im nächsten Abschnitt detailliert bezüglich Begriff und Dimensionen vorgestellt.